Und damit herzlich willkommen zum nächsten Songcheck-Video. Ich mache jetzt wieder weiter in der Reihenfolge des Semifinals, nachdem ich beim letzten Mal ja eines der Big Five-Länder Frankreich unter die Lupe genommen hat. Also jetzt Startnummer 8 im ersten Semifinale und das ist wohl, glaube ich, ist das, ich bin mir jetzt sicher, der kleinste Start, der dieses Jahr am ESC teilnimmt. San Marino, die ganz kleine Republik, die irgendwo in Italien liegt. Und wird in diesem Jahr vertreten von dem sehr hart mit dem Song I Didn't Know. Der Sänger, ihr hört's, hat keinerlei Verbindung, aber wirklich keinerlei Verbindung zu San Marino. Kommt ursprünglich aus der Türkei, ist mittlerweile schon über 50 Jahre, glaube ich, 51, wenn ich mich da nicht irre, und damit auch so, glaube ich, der älteste Teilnehmer in diesem Jahr. Und ist da, glaube ich, auch ein großer Star in der Türkei, hat schon viele Erfolge da gefeiert und auch ein großer Fan des ESC angeblich. Und ja, Türkei nimmt dieses Jahr nicht teil, dann trete ich mal eben für San Marino an. In San Marino hat man wahrscheinlich keine gescheiten Sänger, die einen in Europa repräsentieren. Ja, dann sucht man sich halt einfach was von der Türkei aus. Ist ja legitim alles, das ist ja alles möglich beim ESC. Und der Song, I Didn't Know, da muss ich, bevor ich da jetzt mit dem Analysieren beginne, will ich erstmal kurz die Vorgeschichte davon erzählen. Und zwar gab es erst eine ältere Version von dem Song, die irgendeinem Mann im März präsentiert wurde. Und das war eine richtige Katastrophe gewesen. Und vor allem dieses Video. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo bei YouTube das noch gibt. Ich hoffe es, dann kann ich euch das nämlich noch verlinken. Zieht's euch rein. Ich musste von der ersten bis zur letzten Minute nur lachen. Ich wusste nicht, was dieses Video mir erklären sollte. Es steckt hinter jedem Video, steckt ja irgendwie eine Geschichte oder irgend sowas, wo man das so ein bisschen rausdefinieren kann. Aber bei diesem Video konnte ich mir keine Geschichte irgendwie erklären. Und also schaut es euch einfach mal an. Da sieht man ihn irgendwie, der die ganze Zeit so eine kleine Pappfigur von sich in der Hand hat und so ein Monokel am Auge und da seine komische Ballade da irgendwie rumträllert mit einem so dermaßen schlechten Englischgesang einfach nur, dass das eine richtige Katastrophe war. Und da gab es natürlich einen richtigen Shitstorm dann im Internet und man hat schon den letzten Platz prognostiziert und dann hat man in San Marino mal reagiert. Man wollte sich wahrscheinlich nicht total blamieren dann beim ESC und für die Lachnummer des Jahres sorgen. Und hat dann diesen Song in eine Disco-Version umgewandelt. Ja, jetzt ist die Frage, was versteht man in San Marino unter einer Disco-Version? Also für mich ist das definitiv keine Disco-Version, die da jetzt rausgebracht wurde. Also wenn ich das irgendwo in der Disco hören würde, würde ich die Disco eher verlassen, als darauf irgendwie zu tanzen. Also das ist irgendwie kaum besser dadurch geworden. Und ich will euch erstmal den Sänger zeigen. Das ist er. Also wie gesagt, ein gestandener Mann, über 50 Jahre ist er, glaube ich, jetzt schon alt, 51, glaube ich. Nur kein großer Star. Und soll jetzt eben San Marino vertreten mit diesem, ja, ich will nicht sagen, eine Katastrophensong, ein Katastrophensong. So einen hast du eigentlich jedes Jahr dabei, der total irgendwie dermaßen schlecht einfach nur ist. Man wollte jetzt mit der Disco-Version, ich muss immer noch über diesen Begriff lachen, Disco-Version, da fühle ich mich eher wieder an, vielleicht eher an einen Disco-Sound der 70er oder 80er Jahre erinnert, aber das spiegelt definitiv nicht den Disco-Song der heutigen Zeit wieder. Von daher, die gibt es halt, es gibt immer diesen Katastrophensong jedes Jahr, den hast du immer dabei. Letztes Jahr war es zum Beispiel Finnland gewesen, hatte ich euch ja damals schon bei Finnland verlinkt, also diese Punk-Musiker da, diesen Rock-Punk, oh Gott, das war auch nah an einer Katastrophe. Und dieses Jahr würde ich mal sagen, diesen Katastrophensong hat San Marino inne, weil das fängt halt einfach damit an, dieses,
Ich weiß nicht, was der sonst für Sprachen sind. Ich nehme an, das sind Türkisch oder sonst irgendeine andere Sprache, aber mit Englisch wird das, glaube ich, nichts werden. Also, er hat diese Stimme. Hört es euch einfach an. Es gefällt mir überhaupt nicht. Da gibt es wirklich keine einzige Stelle, wo ich sagen kann, boah, das ist richtig gut. Es ist einfach total miserabel, was das an Marino uns dieses Jahr anbietet. Und ja. Und wie gesagt, die alte Version zieht es euch auch rein. Ihr müsst einfach lachen bei dem Video, wenn ihr es wirklich noch nicht kennt. Also, oh, es ist eine Lachnummer einfach. Man kann es irgendwie auch gar nicht richtig erklären, weil man irgendwie gar nicht weiß, was dieses Video einem erklären soll. Also, man kann es wirklich nicht definieren, was damit gemeint wird. Und in den neuen Disco-Versionen, da sieht man irgendwie so Frauen im Hintergrund tanzen. Also, ich frage mich, wie man auf so einen Song überhaupt tanzen kann. Ist mir ein großes Rätsel und ja, jetzt komme ich schon langsam zum Fazit von dem Song. Also bei den Buchmachern ist das ganz weit hinten. Mich wundert es nicht, dass es nicht am letzten Platz bei den Buchmachern ist, nämlich am drittletzten Platz aktuell. Also die Wettquoten ändern sich ja auch von Tag zu Tag, glaube ich. Also aktuell, vor 2 Tagen habe ich mal wieder reingeschaut, war das, glaube ich, am drittletzten Platz gewesen. Wundert mich ein bisschen, warum man das nicht am letzten Platz wiederfindet. In der alten Version war es, glaube ich, sogar am letzten Platz. Und seitdem man es ändert, hat man sich zumindest um 2 Plätze verbessert. Immerhin. Und ja, ich denke mal, wir haben jetzt hier auch den Anwärter für den letzten Platz im ersten Semifinale. Das hatte ich eigentlich gesagt, Moldau wäre da ein Anwärter dafür, aber da habe ich in dem Moment noch nicht an San Marino gedacht. Die habe ich in dem Moment total vergessen. Und ich denke mal, San Marino ist da so ein Anwärter für den letzten Platz, vor allem wenn man bedenkt, wer will denn für San Marino stimmen. Also ich weiß nicht, ob Italien in diesem Semifinale stimmberechtigt ist, weil da kann man zumindest darf ein bisschen von Punkte hoffen, aber selbst ich als Italiener würde dafür nicht wählen, wenn da ein Türke für San Marino antritt, der keinerlei Verbindungen zu dem Land hat. Türkei ist in diesem Jahr nicht vertreten. Ja, da bleibt nicht mehr viel übrig, will ich sagen. Und ich hoffe mal, dass dieser Song vielleicht noch den letzten Platz mit 0 Punkten erreicht. Also das würde einfach mal eine Rechtfertigung sein. Und ja, San Marino, das will ich auch noch mal kurz erwähnen, hat auch schon mal für ein paar Fails in den letzten Jahren gesorgt beim ESC. Das hat letztes Jahr angefangen, als der Song mit einem No angefangen hat. Also der Sänger hat das Lied mit einem No begonnen. Das war ein bekannt gewesen, schon im Video war das so gewesen und dann bei der Performance da damals in Wien wurde dieser Song ebenfalls mit einem No eröffnet. Und wie aus einem Echo zurück kommt aus der ganzen Halle eben auch ein No. Und ich musste in diesem Moment einfach nur so lachen, weil das war der Fail für mich beim ESC 2015. Und ich weiß nicht, wie sich in diesem Moment der Sänger gefühlt hat. Der muss doch sich so erniedrigt gefühlt haben während der Performance. Man hat ihm zwar nichts angemerkt, aber tief im Inneren muss er sich richtig schlecht gefühlt haben in dem Moment. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch. Und das musste ich jetzt nochmal loswerden. Und dann war es auch nochmal vor 4 Jahren, ist man mit einem Song zu WM, das Facebook beschrieben hat. Dahinter hat der bekannte deutsche Kommunist Ralf Siegel gesteckt. Und das war auch eine Katastrophe, fand ich. Verlinke ich euch auch nochmal. Und das wollte ich damit nur mal sagen, dass San Marino gerne für eine musikalische Katastrophe bekannt ist. Gut, letztes Jahr, der Beitrag war jetzt nicht eine Katastrophe, aber es war schon ein Fail gewesen mit diesem No. Und für mich ist es absolute, der schlechteste Song hier. Das gebe ich jetzt schon offen zu. Da, egal was da jetzt noch kommt, das ist der schlechteste Song für mich in diesem Jahr beim ESC und deshalb gibt es halt nur ein mageres Pünktchen von mir, einen einzigen Punkt, 0 Punkte will ich einfach nicht vergeben, das hat irgendwie kein Land gegeben, weil sich jedes Land irgendwie Mühe gibt bei der Songauswahl und 0 Punkte will ich da keinen irgendwie zumuten, sodass San Marino dieses eine Pünktlein von mir bekommt und den Status von mir bekommt, den schlechtesten Song 2016 beim ESC zu haben. Ja. Und damit beende ich jetzt das Video. Ich habe lange geredet zu San Marino, das muss man sich mal vorstellen. Und beim nächsten Mal kommt mal wieder was Normales dran, das verspreche ich euch. Also, bis dann. Ciao, Leute.